seit Jahrhunderten ließe ich nun schon aus meinem Quellgebiet, dem Vogtland, kommen, durch malerische Wälder, Dörfer und Städte. Unterwegs bin ich bereits vielen von Nutzen, Bauern, Holzfällern, Flößern und Fischern. In ein enges Tal gepresst, setze ich meinen Weg fort. Und dann sehe ich sie. Die Siedlung Zelle in einer Wiesenaue mit dem Klösterlein. Kaiser Friedrich I., wegen seines roten Bartes Barbarossa genannt, bestätigte am 7. Mai 1173 die Gründung einer Augustiner Chorherrenpropstei an meinem Ufer, der Mulde. Um korrekt zu sein, etwa an der Stelle, an der ich, die Zwickauer Mulde, mit dem Schwarzwasser zusammenfließe. Diese Aue, also Feuchtwiese, wurde auch namensgebend für die spätere Stadt, deren 850. Geburtstag sich nun jährt. Zeugnisse aus dem 14. Jahrhundert belegen, dass unmittelbar nach der Gründung des Klösterleins zunächst das Bauerndorf Aue angelegt wurde. Das Kloster selbst jedoch kam über seine bescheidenen Anfänge nicht hinaus und blieb deshalb immer ein Klösterlein. Noch heute ist es als der älteste Sakralbau der Stadt erhalten, ebenso wie das berühmte Putzritzbild. Über Jahrhunderte blieben die ersten Siedler zunächst hauptsächlich Waldbauern. Umso beachtlicher, dass der 1470 in Aue geborene Melchior Lotter weit über die Grenzen hinaus bekannt wurde. Er war einer der bedeutendsten deutschen Drucker aus der Frühzeit der Buchdruckerkunst. 1517 bringt er als erster Leipziger Buchdrucker Luthers 95 Thesen als Plakat heraus. Mit den zunächst zufälligen Zinnfunden Mitte des 15. Jahrhunderts entstanden erste Hammerwerke, wie der Auerhammer im Jahr 1526. Man nimmt an, dass Aue 1628 das Stadtrecht erhielt. Die Gründungsurkunde ist vermutlich im Dreißigjährigen Krieg verloren gegangen. Denn am 4. August 1633 wird Aue vollständig zerstört. Beim Bau eines Bierkellers stößt man 1661 auf reiche Zinnvorkommen am Heidelberg. Damit beginnt das erste Auer Berggeschrei. In den Gruben und in den zur Weiterverarbeitung errichteten Pochwerken, Schmelzhütten und Hammerwerken gingen nun Knappen, Hammerwerker, Schmelzer und Marktscheider ihrer schweren Arbeit nach. Auch mir, der Mulde, kam nun eine völlig neue Bedeutung zu. Wurde meine Kraft doch jetzt unter anderem zum Betreiben der zahlreichen Wassermühlen benötigt, die die notwendige Energie für die Verarbeitungsbetriebe lieferte. Mit dem Abbau von Kobalt und Wismut entwickelten sich weitere bedeutende Industriezweige. Der Unternehmer Veit-Hans Schnorr gründete 1635 das erste sächsische Blaufarbenwerk Niederpfannenstiel, in dem aus Kobalt die blaue Farbe industriell hergestellt wurde. Nicht nur Delfter Kacheln und Murano-Glas aus Venedig wurden damit eingefärbt. Es eignete sich ebenso gut als Wäscheblau zum Färben von Garnen. Eine besondere Bedeutung kam auch der im 17. Jahrhundert abgebauten weißen Erde, dem Kaolin, zu. 150 Jahre lang, bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, durfte nur Auer Kaolin zur Herstellung des weißen Porzellans verwendet werden. Zahlreiche Erfinder und Entdecker sorgten für das wirtschaftliche Wachstum der Stadt. Einer ist Dr. Ernst August Geithner, dem 1823 mit der Argentan genannten Legierung die Herstellung eines besonderen Werkstoffs gelang. 1854 entsteht in Aue die Sächsische Metallwarenfabrik von August Wellner Söhne und steigt zur größten Besteckfabrik Deutschlands auf. 1858 wird Aue mit dem Bau der ersten Eisenbahnlinien Zwickau-Aue-Schwarzenberg und 1875 Chemnitz-Aue-Adorf zu einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt.
Damit nahm die Entwicklung der Stadt nochmals buchstäblich Fahrt auf. Von 1870 bis 1900 wurde in Aue jedes Jahr eine neue Fabrik errichtet. Unter anderem die von Erdmann Kircheis, dem Pionier der Konservenindustrie, errichtete Fabrik zur Herstellung von Blechbearbeitungsmaschinen. Auf den Pressen der Maschinenfabrik Hildmann und Lorenz ließ der amerikanische Autohersteller Ford einen Großteil seiner Karosserieteile herstellen. Große Bedeutung erlangte auch die Wäschefabrik Kassler, später die größte Herrenwäschefabrik Deutschlands. Doch nicht nur Fabriken prägten das Bild der Stadt. Auch die schönste und längste Sommerrodelbahn Deutschlands befand sich auf dem Heidelsberg in Aue. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges bot die Wismut zahlreichen Menschen Lohn und Brot. Der daraus resultierende Aufschwung ging leider jedoch auch mit der Zerstörung der Umwelt einher. Die Auer Krankenanstalten waren Ende der 1950er Jahre die größten in der DDR. Hier wurde 1964 die erste künstliche Niere entwickelt, gebaut und angewendet. Neben mir, der Mulde und dem Schwarzwasser finden viele weitere Flüsse und Bäche ihren Weg durch das Auertal. Ein Umstand, der zur Folge hat, dass heute mehr als 70 Brücken unterschiedlichster Größe das Stadtbild prägen und Aue zu Recht Brückenstadt genannt wird. Stolz ist man in Aue auch auf die zahlreichen Sportvereine, die ja auch das Prädikat Sportstadt geben. 2019 fusionierten Aue und Bad Schlema zur großen Kreisstadt Aue-Bad Schlema. Gemeinsam bemühen wir uns um eine attraktive, gesunde, wirtschaftlich erfolgreiche Stadt, in der man gerne lebt und Besucher mit einem herzlichen Willkommen im Schacht begrüßt.